Vor langer, langer Zeit gab es in einem Wald ein verstecktes Dörfchen, in dem winzige Geschöpfe lebten. Die Schlümpfe. Sie waren herzensgut, fröhlich und freundlich. Aber es gab da noch Gargamel, den bösen Zauberer. Ein übler Bursche. Ah, ich hasse Schlümpfe! Oh, ich schnappe dich. Ich werde euch alle schnappen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue. Ich schnappe euch doch noch. Eines Tages finde ich euer Dorf und dann könnt ihr was erleben. Das Dörfchen gibt's immer noch. Und wenn ihr genau hinhört, könnt ihr Gargamels Wutgeschrei hören. Und wenn ihr lieb seid, dann könnt ihr vielleicht sogar ein paar Schlümpfe sehen. Verflixt nochmal, ich will endlich meine Ruhe. Hau ab, Störenfried. Muttilein. Gargamel, wie oft sagte ich, du sollst diesen blöden Flohsack aus dem Haus schaffen. Du weißt, ich hasse Katzen. Aber mein liebes Mütterlein. Und was ist mit diesen unerträglichen frechen Schlümpfen? Hast du die bald erledigt? Weißt du, ich nicht. Wenn man nicht dauernd auf dich aufpasst, machst du alles verkehrt. Fortwährend muss ich dich kontrollieren. Wollen doch mal sehen, welche Schwächen bei den Schlümpfen am häufigsten sind. Hier, Schlümpfe brauchen kein Geld. Sie teilen alles miteinander. Blödsinn! Wir alle brauchen Geld. Sicher hat einer dieser impertinenten Schlümpfe noch einen Splitter Haki in seinem Herzen. Wir müssen diesen schlechten Kerl nur finden, richtig? Richtig, Mutti. Glücklicherweise habe ich die stärkste Schlumpfbetrugsformel, die man sich denken kann. Und hier dazu die nötige Wunderpflanze. Komm, Gagi, tanz mit deiner Mami den Wundertanz, wie in deinen Kindertagen. Huga, Saka, Waka, Waka, Huga, Saka, Waka, Waka. Mach dich auf den Weg, größte Hinterhältigkeit. Finde den Schlumpf, den einen die Gemeinen mit der Hand hier im Herzen. Frühstück im Bett macht allen Kummer weg. Vorweg eine Torte, da fehlen einem die Worte. Was für ein herrlicher Wohlgeruch weht mir hier in die Nase. Das kommt von diesem Bäuchchen. Unglaublich, das bin ja ich. Ja, wirklich lecker. Da schlumpfe ich doch gleich eine ganze Ladung für meine lieben Freunde. Warum willst du denn all diese Herrlichkeiten verschwenden? Wer bist du? Ich bin dein wahres Ich, mein Freund. Und wenn du schlau bist, dann behältst du diese schmackhaften Leckerbissen für dich. Ja, aber Schlümpfe teilen alles. Hey, wenn du so denkst, wirst du nie etwas erreichen. Stell dir vor, es kommt eine Trockenperiode. Dann brauchst du Vorräte. Was würdest du dann essen? Sehr richtig. Gut, dass du daran denkst. Ich horte lieber einiges für die Trockenperiode. Ich habe meine Überzeugungskraft nicht verloren. Was ist denn das? Ich komme, Kenny! Ich komme alle! Ja, bitte, ich auch! Es kommt von Tommys Haus! 301, 302, 303, 3... Oh Mann, das riecht ja wirklich lecker! Sag mal, Torti, können wir auch was haben? Ich hab nämlich Hunger. Natürlich, gerne, Hefti. Moment mal, denk doch nach, Kumpel. Gibst du jedem einen, werden sie gleich alle nehmen. Und du gehst leer aus. Na los. Los, Hefti. Nein, warte. Ich hab meine Meinung geändert. Oh, aber es riecht unwiderstehlich. Ja, gibst du uns auch nicht ein ganz kleines Stück? Wisst ihr, man geht nicht sehr, ohne etwas dafür zu bekommen. Ja, man gibt nichts her, ohne etwas dafür zu bekommen. Oh. Komisch. Oh
auf einmal ist Torti so gierig. Für nichts will er uns einfach nichts mehr abgeben. Aber nichts ist alles, was wir haben. Dann wird sich das jetzt ändern. Hier, Torti, ich biete dir einen ganzen Topf voller Schlumpfbeeren für eine dieser Schleckereien an. Lass dich nicht reinlegen. Nimm mehr dafür. Seine Trompete. Ich will lieber deine Trompete. Meine Trompete? Aber meine Trompete ist mein größter Schatz. Keine Trompete, kein Geschäft. Schon gut, schon gut. Hier, hast du sie. Einen nehme ich, einen kriegst du. Einer für mich! Na, war das ein Geschäft? Ja, ein fantastisches Geschäft. Halt dich nur an mich, Freundchen, und du wirst der reichste Schlumpf von allen. Oh, Handy, gerade wollte ich zu dir. Du könntest das Dach reparieren. Einige Ziegel sind kaputt. Tut mir leid, Papa Schlumpf, aber ich tausche mein gesamtes Werkzeug gegen zwei von Tortis Leckereien. Tortis Leckereien? Ich muss doch mal sehen, was da los ist. Der Nächste. Hallo, Torti. Hier hast du das gute Stück. Ich kann mich wirklich nur schwer davon trennen. Aber dafür hat es sich gelohnt. Juhu! Oh, oh, wer ist das? Flaubi, wo hast du deine Brille? Naja, Papa Schlumpf, ich habe sie gerade Torti verkauft. Für diese Leckerei. Guten Tag, Papa Schlumpf. Was schlumpft an? Also, Torti, ich bin ein wenig beunruhigt über all diese Leckereien. Vielleicht könnte eine Kostprobe nicht schaden, um mich ein für alle Mal von der Qualität überzeugen zu lassen. Lass mich bezahlen, du kannst doch viel reicher werden, sei nicht verrückt. Tut uns leid, Papa Schlumpf, erst bezahlen, dann die Ware. Zahlen? Oh, es scheint, als sei Papa Schlumpf wütend auf mich. Tja, na und? Bald wird dir das ganze Dorf gehören. Und sie werden alle von dir abhängig sein. Schlümpfe, die Zeit ist gekommen, um unsere herrlichen Leckereien zu kosten. Das war aber ein kurzes Vergnügen. Ja, und was tun wir jetzt? Mein Werkzeug ist weg. Ich kann nichts Nützliches mehr tun. Ich besitze auch nichts mehr. Zu trau. Meine schönen Gewichte. Und der Ochsenkarren samt Ochsen. Ich denke, wir sagen Torti, dass wir unsere Sachen zurückhaben müssen. Das wird er schon verstehen. Und deshalb, Torti, wirst du ja wohl einsehen, dass wir ohne unsere Sachen hilflos sind. Es sei denn, dass du sie uns zurückgibst. Tja, Freunde, das hört sich wirklich vernünftig an. Red doch keinen Unsinn. Geschäft ist Geschäft. Nein, tut mir leid, Freunde. Geschäft ist Geschäft. Ich hasse Geschäfte. Ich glaube langsam, diese Dinge bedeuten mir viel mehr als unsere Freundschaft. Ja, du bist unser Freund gewesen. Kommt, Schlümpfe. Wartet. Ach, die brauchst du doch nicht. Die sind nur ein Haufen von Idioten. Du hast alles, was das Leben zu bieten hat. Mach was draus. Ich versuch's. Zuerst bastel ich was mit Handys Werkzeug. Au! Du willst aber wirklich hoch hinaus, Kumpel. Vielleicht trainiere ich erstmal eine Runde mit Heftys Gewichten. Los, streng dich mal an. Ja. Höher! Es geht alles, wenn ich dir helfe. Was fällt dir ein, mich in die Torte zu schmeißen? Entschuldigung. Pass auf! Sie haben mich nicht mehr lieb. Ich vermisse sie alle so sehr. Ich dachte, du hättest ihren Ball, du Flasche. Hab ich auch. Was für ein Ball? Gib ihn zurück! Das sind Kiefernzapfen. Sie schlumpfen auch ohne mich fröhlich in den Tag hinein. Sieh doch nur. Ich werde das ändern, ob du willst oder nicht. Ich schlüpfe, ich bringe euch eure Sachen. Bist du nicht ganz bei Trost? Doch, doch, jetzt wieder. Das Zeug ist ein Vermögen wert. Meine Freunde sind mein ganzes Vermögen. Lass mich in Ruhe.
Hey, stopp! Lass das! Torti, was treibst du da? Warum schlägst du Löcher in die Luft? Ja, Papa Schlumpf, du wirst es nicht glauben, aber da fliegt ein winzig kleiner böser Schlumpf um mich herum, der mir befiehlt, habgierig zu sein. Es hat alles damit angefangen, dass plötzlich dieser komische Baum vor meinem Haus stand. Das hat sicher Gargamel ausgeheckt. Aber ich bin sicher, du bist auf dem besten Weg, den Fluch zu überstehen, wenn du dich weiterhin so großzügig zeigst. Also, worauf wartet ihr noch, Freunde? Kommt her und holt eure Sachen. Oh, Torti! Ist das nicht deine Fähigkeit? Diese Güte und Herzlichkeit erträgt man nicht. Oh, Torti! Oh, Torti! Oh, Torti! Wir lieben dich wirklich alle. Ich war auf dem besten Weg, dich zum reichsten Schlumpf in Schlumpfhausen zu machen, aber du bist unfähig! Oh, unfähig! Hurra! Hurra! Torti ist lieb oder alte! Torti ist einfach großartig! Hurra! Und nun werden wir uns bei Gargamel für sein selbstloses Geschenk revanchieren. Ja, das machen wir! Sehr gut! Ja, das machen wir! Barney, lach doch mal wieder! Mein Habgierzauber wird diese widerlichen kleinen Schlümpfe endlich bösartig und missgünstig machen. Denkst du wirklich? Natürlich! Sie werden sich aus Habgier gegenseitig die Zähne aus dem Mund klauen. Du bist tatsächlich ein Genie, Mutti. Kluge Söhnchen, ich weiß es, ich weiß es. Aber der Affenbaum. Was tut der denn hier? Schnell, mach die Tür zu. Nein, 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 warte doch. Schau nur, da sind überall hübsche Bildchen von mir drauf. Nein, nicht. Schmeiß das sofort weg und komm herein. Und dieser wundervolle, herrliche Geruch. Ja, wundervoll. Alles nein, meins, 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 meins. Wir gönnen Ihnen herzlich Ihre Leckereien. Ich bleibe trotzdem der reichste Schlumpf auf der Welt. Ja, la, 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 la. Far, very far from here, some 2,000 miles away. That's where they live and work and play.